Beim Sonntagsrennen des ADAC GT Masters in Zandvoort holt der Franzose Mathieu Jaminet die erste Pole der Saison für Porsche. Von Platz 2 startet Mercedes-Pilot Maximilian Bug, Rang 3 geht an Klaus Bachler im Porsche vom Küssteam Bernhard. Der Start rein in den 10. Lauf der Saison. Vorne geht Bachler auf Platz 2 vor, zwei Porsche damit in Führung, dahinter mit Maximilian Bug ein Mercedes. Und Raffaele Marcello verbremst sich da, Maxi Götz schlüpft durch auf Platz 4. Dann Christian Engelhardt im grünen Lamborghini mit Problemen. Engelhardt rollt hier nach einem Stoß aufs Grün und muss den Huracan kurze Zeit später abstellen. Marco Mappelli im Duell mit Sebastian Asch in der Tarzanbucht. Mappelli bekommt einen Schlag auf die Felge. Doppeltes Pech für Grasser Racing. Auch der zweite Lamborghini scheidet mit Reifenschaden aus. Das Boxenstoppfenster öffnet. Markus Pommer übernimmt von Maximilian Götz. Hinten kommt der andere HTP-Mercedes angerauscht. Indy Doncic hat sich danach dem Fahrerwechsel bereits warm gefahren und ist richtig schnell unterwegs. Markus Pommer muss auf seinen ersten Rennmetern alles reinwerfen, um seine Position zu halten. Eine Runde später. Boxenausfahrt von Patrick Assenheimer, der für Marcello im Cockpit sitzt. Assenheimer kehrt vor den beiden gelben Mambas zurück auf die Strecke und ist Dritter. Die Reihenfolge nach den Fahrerwechseln. Vorne fährt Robert Renauer, Teamkollege von Mathieu Jaminet. Dahinter Adrian Delena im Porsche auf 2, gefolgt von Patrick Assenheimer. Eine Viertelstunde vor Schluss. Das Duell Patrick Assenheimer gegen Adrian Delena. Assenheimer sucht die Lücke und findet sie beim Eingang von Start und Ziel. Außen antäuschen, innen vorbeigehen. Ein starkes Manöver des Mercedes-Piloten. Zum Lohn gibt's Platz 2. Was geht vorne in den Top 5 noch? Wir sind in der letzten Rennrunde. Ricardo Feller ist dran am 5. Platzierten an Indy Doncic. Feller versucht's nochmal und schaut rein in die Lücke, bleibt aber zu unentschlossen. Robert Renauer und Mathieu Jaminet gewinnen den zweiten Lauf in Zandvoort vor dem Duo Assenheimer und Marcello, Adrian Delena und Klaus Bachler auf 3. In der Gesamtwertung sind Maximilian Götz und Markus Pommer vorne. Robert Renauer und Mathieu Jaminet schieben sich dank ihres Sieges auf Rang 2. Für die ADAC GT Masters geht's weiter am Sachsenring mit den Saisonläufen 11 und 12.